Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Das Spiel des Lebens, ein Tagesorakel am 8. Februar 2018. Das Spiel des Lebens lernt uns, dass wir nicht immer alles zu ernst zu nehmen, sondern in manchen Situationen versuchen wir etwas spielerisch betrachten oder mit Humor zu nehmen, weil das schenkt uns Leichtigkeit. Und mit dieser Leichtigkeit verspielen wir nicht unserem Leben. Dieser Tagesorakel ist ein Frage-Antwort-Orakel. Wichtig ist, dass ihr spontan intuitiv eine Karte auswählt aus diesem Karussell. Die Karte in die Mitte ist eine zusätzliche Tagesbotschaft. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Diese Karte sagt, es ist Erfolg. All das, was ihr vorhabt, führt zum Erfolg. Diese Karte ist auch ein Zeitkarte und beschreibt die Sommermonate. Vielleicht plant ihr etwas oder ihr erwartet etwas in eurem Leben und das trifft in Sommermonaten ein, aber diese Karte zeigt auch Erfolg und Anerkennung. Auch Klarheit. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Das sagt für die Damen etwas ganz anderes als für die Männer. Für die Damen bedeutet diese Karte Warten, Vertrauen, es ist alles im Fluss. Vertrauen an das Fluss des Lebens. Kann auch eine Art Reinigungsprozess sein. Das ist die Wasserelement. Aber hier sind auch die Stäbe. Und die Stäbe verkörpern die Feuerelement. Erstens, dass alles schnell kommt, dann, dass alles schon in Bewegung ist, zeigt auch nicht nur die Schnelligkeit, sondern auch die Begeisterung und auch die Leidenschaft. Für die Herren bedeutet etwas anderes, sie sollen auf eine bestimmte Dame zugehen. Hier im Karten sieht man der Herr hier im Hintergrund. Also die Damen haben Erwartungen und das trifft ein in die Tage und die Herren sollen aktiv sein, auf anderen zuzugehen. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Hier erscheinen die Kelchen. Die Kelchen gehören zu Wasserelement und Wasser symbolisiert Gefühlen. Und hier geht es um Gefühle. Und es ist die Perfektion, die Begeisterung. Also das ist alles vollkommen im Einklang. Entweder ein Treffen und betrifft Liebe, Partnerschaft und liegt auch die Glück dabei. Wenn das um berufliche Situation geht, dann ein vorteilhafter Vertrag, wie ein Arbeitsvertrag. Und da profitieren beide Seiten. Und auch die Begeisterung dabei, also auch die Gefühle dabei. Erfolg bedeutet diese Karte. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Das sind die Liebenden. Natürlich betrifft in erster Linie die Liebepartnerschaft. Entweder eine Versöhnung oder Glück in die Liebepartnerschaft oder eine neue Begegnung. Aber das ist auch das Glück und es ist alles im Einklang. Wenn das um andere Situationen geht, wie die berufliche Situation, das ist auch ein Entgegenkommen oder ein wichtiger Vertrag. Oder wenn es um anderen Verträgen handelt, da ist auch das Herz auch dabei, die Begeisterung, auch ein guter Vertrag, was von beider Seite gut ist. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Das sind Verletzungen. Entweder alte Verletzungen oder verletzten Gefühlen
oder da kränkt etwas, kann auch Geldverlust bedeuten. Also diese Karte bedeutet Mangel. All das, was ihr jetzt vorhabt, geht in Verlust oder entstehen verletzten Gefühlen. Es ist auch nicht gut zum Investieren. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Entweder bedeutet das eure Situation, dass ihr etwas in Hand habt oder ihr hält noch etwas fest. Die Möglichkeiten sind da, in beide Richtungen zu bewegen. Also es ist nicht nur in eine Richtung die Bewegung, sondern hier trifft man Entscheidungen. Die Brücke, wo dieser Herr steht, das kann natürlich auch die Damen auch bedeuten, es sind symbolische Bedeutung dieser Karten. Diese Brücke bedeutet, man kann in beiden Richtungen bewegen, bedeutet aber auch eine Übergangsphase, aber auf jeden Fall, ihr habt was in Hand und da hält euch auch fest. Diese Karte kann auch bedeuten, dass ihr habt einen Wunschpartner und er hält noch etwas fest und er kann keine Entscheidung treffen, sondern bewegt sich in dieser Brücke hin und her. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Ihr fühlt euch eingeschränkt, eingeengt. Entweder in die Beziehung bekommt ihr keine Luft gerade und möchtet ausbrechen. Kann auch bedeuten, dass euch bedrückt etwas im Arbeitsplatz und ihr wünscht eine Veränderung, aber ihr seht momentan keine Möglichkeiten, weil ihr seid da etwas begrenzt. Diese Karte zeigt auch, dass jemand schaut nach euch, vielleicht kontrolliert euch, weil hier oben steht eine männliche Person und schaut. Ihr fühlt euch beobachtet oder kontrolliert. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Hier erscheint die Feuerelement und die Feuerelement ist aktiv. Das ist auch die Begeisterung, auch Leidenschaft. Also auf jeden Fall ist eine Bewegung. Aber eine vorsichtige Bewegung, weil dieser Herr schaut in allen Richtungen, ob da Gefahren lauschen. Entweder kommt jemand entgegen, aber sehr vorsichtig, oder ihr selbst soll vorsichtig sein und vor ihr Schritte macht oder Entscheidungen trifft, überprüft noch alles. In die Mitte liegt die Karte, die Schokoladenkarte, haben auch eine Botschaft. Und die Tagesbotschaft ist süße Lust. Und das war diese Tagesorakel. Aber ich möchte noch auch kurz etwas astrologisch beschreiben, welche Einflüsse kommt im heutigen Tag von den Planeten. Veränderungen, Umbrüche ist möglich, ein Neuanfang. Aber viele Menschen fühlen sich unsicher und sie wissen nicht, ob sie wirklich die richtige Entscheidung treffen. Dann unerwartete Ereignisse sind möglich, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft, eine Einladung, eine neue Begegnung oder ein Geschenk. Viele Menschen empfinden den Tag als ungerecht oder haben sie eine rechtliche Lage und es läuft nicht so gut, da sind Hindernisse noch da oder verläuft alles ein bisschen ungerecht. Dann ist wichtig zum Erwähnen, dass Merkur, der Planet, die Kommunikation nähert sich auf die karmischen Knoten im Tierkreiszeichen Wassermann und das betrifft die alte Karma. Nicht heute, aber das ist zum Erwarten in die kommenden Tage. Karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen, eine karmische Liebe ist in die nächste Zeit möglich. Wichtig ist heute die innere Unsicherheit überwinden, besonders wenn es um Veränderungen im Neuanfang und um Entscheidungen betrifft. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt jederzeit mit mir kontaktieren. Dafür empfehle ich die Blitzberatungen. Ihr schreibt mir ein E-Mail
beschreibt eure Lebenssituation. Ihr könnt das auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratungen pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.